Hallo und ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal zu Hogwarts Legacy. Seid gegrüßt, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir schauen uns jetzt hier erstmal in Ruhe um, ne? Erstmal gucken hier. Hier war unser Bett. Wir haben, guck mal, eine Eule. Ein Eulenständer, aber keine Eule. Haben wir keine Kiste, wo wir Sachen reintun können? Ne. Keine Geheimnisse hier. Boah, das sieht so geil aus, ne? Okay, da geht's zum Gemeinschaftsraum. Boah, cool gemacht. Mal ein bisschen schneller laufen hier. Ich sollte mich vielleicht mal vorstellen. Ja, grüß dich. Der neue Fünftklässler. Jahr in Hogwarts anfängt. Der von hier kommt. Wäre fast Drachenfutter geworden, wie der arme Mann vom Ministerium. Hast du gesehen, wie er am Ende der Einführungsfeier gestern einfach reinmarschiert ist? Seltsam, so spät mit der Schule anzufangen. Platz machen, Leute. Lasst ihn durch. Dich kann ich schon leihen, Blondie. Ach, guck mal, ihn hier mal. Was können wir denn hier mit dem machen? Ah, den können wir nur drehen, okay. Das hilft gar nicht. Sebastian! Kann ich dir helfen? Ah, du bist neu in der fünften. Ich bin Sebastian Sallow. Willkommen bei Slytherin. Vielen Dank. Nicht jeder wird vom Ministerium zur Schule gebracht. Das war ein Freund von Professor Fig, der zufällig dabei war. Trotzdem. Beeindruckend. Wirklich übel, der Arme. Schön, dass es dir und Fig gut geht. Es war schrecklich. Professor Fig und ich haben nur mit Glück überlebt. Scheint so. Und wie seid ihr entkommen? Wenn ich ehrlich bin, geschah alles viel zu schnell. Ich wollte nicht aufdringlich sein. Erhol dich erstmal. Wir können später reden. Welches Buch liest du da? Ein Zauberbuch. Da stehen zwar interessante Dinge drin, aber nicht das, wonach ich eigentlich suche. Bestimmt findest du es bald selbst heraus. Aber in unseren Büchern stehen nicht alle Zauber, die man benötigt. Meinst du, manche Zaubersprüche werden nicht in Hogwarts gelehrt? Welche? Ah, da habe ich wohl eine verwandte Seele getroffen. Aber darüber reden wir ein andermal. Nochmal. War schön, dich zu sehen. Viel Glück heute. Arroganter Schnösel. Würde ich an deiner Stelle nicht tun. Gut, dass ich ein Slytherin um die Schule bin. Lumos! Was hat sich das Ministerium dabei gedacht, Black die Aufsicht über Kinder zu geben? Er hasst Kinder. Da ziehst du doch nicht hin, oder? Hier, aufgepasst. Ich hab dich gewarnt. Schachmatt. War klar. Hätte auf mich hören sollen. Oh, ich weiß, wer du bist. Du bist der neue Slytherin, der gestern mit Professor Fig reingestürmt ist. Interessante Taktik für den ersten Tag, die ganze Aufmerksamkeit von den Erstklässlern abzulenken. Ich bin übrigens Imelda. Schade, dass ich nicht bei Fig und dir war. Ich hätte den Drachen weglocken können. Auf dem Besen bin ich legendär. Vielleicht hätte Professor Figs Freund mit deiner Hilfe überlebt. Ganz genau. Vielleicht zeige ich dir mal das eine oder andere übers Fliegen. Von mir kannst du mehr lernen als von Kogawa. Apropos, ich würde vor dem Unterricht gern noch etwas mit meinem Besen fliegen. Hast du während der Schule viel Zeit zum Fliegen? Ich nehme sie mir. Es gibt nichts Besseres, als durch die Türme des Schlosses und über das Quidditch-Feld zu fliegen, um den Kopf frei zu bekommen. Bist du ein Fan von Zauberschach? Du wusstest, dass der Junge verlieren würde. Nicht wirklich. Das ist mir viel zu gemächlich. Außerdem ist es einfach nicht so anspruchsvoll. Die Züge sind immer so offensichtlich. Warum sieht das sonst niemand?
Wiedersehen, Mama. Hat mich gefreut. So, dann haben wir da noch einen. Wer bist du hier? Ich glaube, ich habe was gehört. Nixon interessieren sich wohl kaum für uns. Ah, dem Gemurmel nach, als du in den Gemeinschaftsraum kamst, bist du wohl der neue Fünftklässler. Ich bin Ominous. Ominous Gaunt. Hat mich gefreut, Ominous. Deine Ankunft war gewiss denkwürdig. Ich wäre lieber pünktlich und ohne einen Drachenangriff angekommen. Das glaube ich. Furchtbar. Ich kann es mir vorstellen. Also schön, dich in Slytherin zu haben. Lass mich wissen, ob ich dir in den ersten Tagen hier behilflich sein kann. Hast du erwartet, dass du nach Slytherin kommst? Auf jeden Fall. Meine Familie väterlicherseits stammt direkt von Salazar Slytherin ab. Einem der vier Gründer von Hogwarts. Darauf bin ich wohlgemerkt nicht sonderlich stolz. Er war besessen von seinem Blutstatus. Ein Reinblutfanatiker. Leider sind die meisten seiner Nachkommen von einem ähnlichen Schlag. Meinte dieser Schüler eben, dass er eine Nixe gehört hat? Ja, aber ich habe noch nie von einer Nixe vor dem Gemeinschaftsraumfenster gehört. Es macht aber Spaß mitzuspielen. Einige Erstklässler halten bekanntlich stundenlang Ausschau. Danke, Ominous. Hat mich sehr gefreut. Das Vergnügen war ganz meinerseits. Bis dann. Ist der Slytherin-Neuzugang aus der 5. Klasse hier? Professor Weasley wartet bei der Treppe auf dich. Na, dann wollen wir mal zu Professor Weasley gehen. So, jetzt hier hoch. So cool gemacht, ne? Revelio. Ah! Guten Morgen, sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich bin sowas von aufgeregt. Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich auch hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der 5. Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Bitte sehr. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von Fünftklässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Hier lang. Nicht bummeln. Revelio. Damals als Schülerin hätte ich wirklich gern so etwas wie dieses Handbuch gehabt. Das Handbuch wird auch Ihre Aufmerksamkeit für die Umgebung schulen. Moment, ich muss da nochmal rein. Was ist das denn hier? Okay, kann man nichts machen. Boah, ist das geil hier. Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Kommen Sie. Was ist denn das da? Wirken Sie doch mal Revelio auf diese Statue. Mal sehen, was das Handbuch darüber weiß. Revelio.
So. Ah, okay, da können wir dann da rum. Ah, da kriegen wir dann auch noch Belohnungen. Cool. Wo ist er denn? Jetzt haut sie wieder. Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen. Im Schloss und auch außerhalb. Wir müssen erstmal einen anderen Zauber lernen hier. Weasley. Bring uns mal einen Zauber bei. Oh, da oben ist noch eine Kiste. Ich muss mal immer ums Eck, bevor du hier kommst. Eben hier. Das kommt gerade recht. Die perfekte Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. Mit M die Karte öffnen. Die Haupthalle. Große Treppe muss das dann sein, ne? Oder? Ja, Bibliothek. Gemeinschaftsraum. Unter der Treppe. Große Treppe. Haupthalle, da. Ah, okay. Mal erstmal zurechtfinden hier. Alles so neu und dann der ganze Zaubern. Und ich bin noch immer so aufgeregt. Und da wären wir. Eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Von der Haupthalle aus gelangen Sie schnell an fast jeden Ort im Schloss. Revelio. Hier ist immer etwas los. Das Herz des Bienensturms. Oh, da ist auch was, da müssen wir mal gucken. King's Cross sozusagen. Angeblich soll in einem Dorf bei Hogsmeade ein Bienen. Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Das machen wir. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Da sage ich Ihnen nein. Ich danke erstmal. Professor Weasley. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. So versiert, wie Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Das hat der Professor. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Wir haben auf dem Weg hierher einen kleinen Umweg gemacht, ein paar Ruinen erkundet und mehr sollte ich nicht sagen. Ruinen erkundet? Tja, Professor Figg hat vermutlich seine Gründe, die Details für sich zu behalten. Wenn man vom Teufel spricht. Professor Figg, Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja, Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen.
Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich. Danke. Viel Glück heute. Dankeschön. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Mach ich. Ebenso für mich übrigens. Denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Ja, Professor. Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Und dann sehen wir, ob wir Sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Auf jeden Fall. Da bin ich schon gespannt. Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen. Habe ich Sie und Professor Weasley etwa von Ruinen sprechen hören? Ja, Sir. Aber mehr habe ich ihr nicht über unsere Reise erzählt. Ich befürchte allerdings, sie ahnt, dass wir etwas verbergen. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass Sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität Ihres Zeitplans, als ihr lieb ist. Und sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut, nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Glücklicherweise haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexen und Zauberern, das Ihnen zur Hand geht. Apropos Hand, und bevor Professor Weasley mich wieder auf Ihre so charmante Art maßregelt, warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf. So, Auftrag verfolgen. Ah, okay. Die Karte rechte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben einen langen Tag vor sich mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. Ich melde mich, wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht, denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. Okidoki. So. Ah, da zeigt er uns den Weg, aber ich wollte mal immer noch gucken hier. Sehe ich. Soll ich dir helfen? Hallo, wir kennen uns noch gar nicht. Oh, hallo, ich bin Lenora. Verzeih mir, wenn ich gerade etwas abgelenkt wirke. Alle halten mich für durchgeknallt. Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt. So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf. Da steckt mehr dahinter. Vielleicht schauen wir mal. Wenn ich Zeit habe, sehe ich mich mal um. Könnte interessant sein. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Komm bitte zu mir, falls du über etwas Erhellendes bezüglich des Rätsels... Sind das Motten? Schmetterlinge? Lumos. Ah. Das muss ein Hinweis sein. Ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Da ist so eine Statue, ne? Hier ist nichts. Das sieht aus wie der Ort auf dem Gemälde. Zurück in den Rahmen mit dir, kleine Motte. Na, das ist ja einfach gewesen. Immerhin besser als dieser Erd.
Ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Sprich mit Lenora. Wo ist sie denn? Was gibt es Neues vom Drachen? Lenora, ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Wirklich? Wie? Ich habe den Ort auf dem Bild gefunden und mit Lumos eine Motte zum Rahmen gelockt. Alles sehr logisch, ja. Schade. Ich war so nah dran, es zu lösen. Du hast ein Händchen für Rätsel. Nati ist auch gut darin. Amit auch, obwohl er sie zu ausführlich erklärt. Ich bin froh, dass es gelöst ist. So, gut. Die Motte. Wie habe ich das übersehen? Jetzt werden wir aber... So. Und zwar Unterrichtsstunde Zauberkunst oder Verteidigung? Verteidigung gegen die dunkle Künste machen wir zuerst, ne? So. Und mit V. Und dann müssen wir dem Strahl hier folgen, ne? Ja, gehen wir mal gucken. Wow, ist das cool hier. Naja, wir machen jetzt erstmal und erkunden tun wir. Wenn wir ein paar Zauber drauf haben, dann erkunden wir mal richtig. Wer war das? Peeves? Peeves! Da unten ist er am Jonglieren. So. Ah, hier wird gezaubert. Ist das alles? Tombada! Levioso! Professor Hackett! Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wildererrazzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Und, falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wildererring in Ostwales ausschalten und sich nun damit brüsten kann, pures Wissen. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Levioso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poole? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. So, okay, fangen wir mal klein an. Levioso. Levioso. Ich bin ein Naturtalent. Nun, probieren wir etwas Größeres. Beginnen wir mit dem Basiszauber. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Denken Sie daran. Gut gemacht. Sehr gut. Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. Duellanten in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also, ich will ein faires Duell. Arroganter Schnöde. Nur mit Levioso, Basiszauber und Protego. Beginnen Sie. Levioso, gute Technik. Ich weiß. Frisch Schnecken. Ist doch nicht dein erstes Duell.
Sagen wir einfach. Ein schönes Protego. Weiß ich zu schätzen. Legioso. Wenn nur all meine Schüler so geschickt wären. Nutzen Sie den Basiszauber, wenn Ihr Gegner unachtsam ist. Nicht schlecht für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. Ja. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Slytherin. Danke, Professor Hackett. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut, Sie sollten weiterüben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Cello ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Na gut, das war genug Aufregung für heute. Wir machen jetzt Schluss. Gute Arbeit. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen einen Experten. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. Doch, natürlich. Doch, war es. Vielleicht habe ich ja ein Händchen dafür. Tu nur so, aber mich täuschst du nicht. Magie erfordert Willen und Talent. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Exklusiv und ungenehmigt? Ich bin dabei. Ausgezeichnet, ich hatte also recht. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werd's mir merken. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby. Wenn Brattleby, du Interesse okay. hast. Natürlich habe ich Interesse. Dann bis bald. Ja, bis bald. So, jetzt. Nee, da wollte ich nicht hin. Ich wollte. Zu dem hier, ne? So, ist doch Zauberkunst, genau. Da machen wir jetzt erstmal Zauber. Jetzt gehen wir erstmal Zauberkunst lernen hier. Runter, runter. Meine Güte, ist das geil hier. Oh, hier müssen wir uns in Ruhe einmal das ganze Schloss angucken. Professor Ronan redet gerne viel. Manchmal müssen wir ihn ans Stundenende erinnern. Hier, hinter dir. Hier ist noch ein Platz frei. Dankeschön. Hallo, ich bin Natti. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du denn Professor Ronan schon? Beginnen wir? Willkommen im fünften Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Hm?
Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie den Ferien aneinander Obliviate geübt. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Nee, das ist ja lustig. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. So. Akio! Akio! Das war gar nicht übel. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht! Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Onein mithalten. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Mir nach! Wow, also bisher muss ich sagen, super, super geil das Spiel. Super toll gemacht. Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Also, was wäre besser als ein wenig Sport, um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen? Stimmt's? Ja! Ja! Warum fängt denn nicht unser Neuzugang an? Hm? Na toll, immer ich. Kurzum, verzaubern Sie die Kugeln mit Akio und lassen Sie sich im letzten Moment wieder... Konzentration. Okay. Ein bisschen mehr Feingefühl. Nicht die Warum? Fassung verlieren. Der lässt ihn aber gar nicht los. Muss ich ihn zweimal drücken? Genau. Ah, so. Zweimal. Okay. Okay, haben wir raus. Verstanden. Sehr gut. Punkte für Slytherin. Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Natürlich Miss nicht. Miss Onei, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie. Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Onei, Sie spielen rot, verstanden? Ja, Sir. Na, dann fangen wir an. Ladies first. Konzentration. Okay, die ist nicht schlecht, ne? Oh ja! Ach hier! Nein, nein, ja, 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 ja. Guckst du, hä? Dann los. Okay. Streberin. Das kann ich auch. Großartig. Dann wollen wir mal. Okay. Akio. Komm, 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 komm. Nein. Wunderbar. Unentschieden.
Gleichstand. Na, dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Ich glaube, interessant haben wir längst hinter uns gelassen. Mhm. In der Tat. Genug geplappert. Das erfordert Ihre ganze Konzentration. Diese Runde entscheidet alles. Sieh gut zu. Oh, der war zu weit, der war zu weit, der war zu weit. Mist, verflucht. Das passiert den Besten von uns. Na dann los. Das kann ich auch nicht mehr aufholen, ne? Na bitte. Und schon wieder. Nein, nein, meine Güte. Also ich glaube, das mit Gamebild doch besser zu spielen. Naja, wenigstens nicht ganz so schlecht. Sehr gut, alle beide. Gute Arbeit. Dankeschön. Gut, dann hätten wir Akio jetzt auch gelernt, ne? Und wir haben 37 Minuten hinter uns. Und dann würde ich sagen, wir beenden dann hier auch die Folge. Wir sind fertig. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Gut gemacht. Du hast die Niederlage gut weggesteckt. Ich wollte es dir nicht zu leicht machen. Es dauerte Wochen, bis ich Akio beherrschte. Es hat Wochen gedauert, bis ich hier irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter, versprochen. Ja, schön, dass du das verstehst. Danke, dass du das sagst. Es ist sehr viel auf einmal. Das kann man sagen. Ich weiß noch, wie es mir bei meiner Ankunft ging. Ich bin kurz vor meinem 4. Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Und ehe ich mich versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Hat mich gefreut. Es war nett, mit dir zu reden und sich mit dir zu messen. Ebenso. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Bis okay, dann machen wir noch. Mal. Den machen wir noch. Natürlich kannst du Akio auf einen Menschen Wort, bitte. Anwenden. Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Tja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Miss Onai ist sehr talentiert. Grämen Sie sich nicht allzu sehr. Schließlich lernt man aus Niederlagen oft am meisten. Genau. Das stimmt, Professor. Es war eine spannende Partie. Miss Onai ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas fahrig. Professor Weasley hat darum gebeten, dass ihre Professoren sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Super, gut. Liebe Leute, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge auf nach Hogsmeade, Zauberstab holen, Klamotten holen. Ich auf jeden Fall bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet in der nächsten Folge Hogwarts Legacy wieder ein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend oder schönen guten Morgen. Je nachdem, wann ihr die Folge gesehen habt, bleibt mir gesund und gewogen. Euer Dexter. Bye, bye.